Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von White Knight. Ja, ich habe mich in den letzten Tagen so ein bisschen davor gedrückt, sage ich jetzt mal, hier weiterzuspielen. Ich habe nämlich echt große Angst, wirklich. Die letzte Folge war ja nicht sehr vielversprechend, in dem Sinne, dass wir hier nicht so also einfach durchkommen werden, dann irgendwas Schreckliches wird uns jetzt verfolgen, wird passieren, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat sich irgendwas Dunkleres, noch Dunkleres angekündigt, irgendwie so. Ja, so, wir haben auf jeden Fall voll Streichholzpackung, wir müssen runter, das weiß ich. Ich bin letztens noch mal hochgekommen, um die zu speichern und dann Pause zu machen. Ja, wir haben einen Schlüssel bekommen, wie ich da oben links, ne? Ja, oben links. Können wir das sehen? Ich weiß gar nicht mal, wofür der war. Ich weiß nicht, ob wir davor noch eine Notiz haben. So, wir haben noch die Flucht. Haben wir das nicht letztes Mal vorgelesen? Egal. Selinas Flucht. Selina stand mir gegenüber. Ihre tausend Sterne schmerzten in meinen Augen, die nicht an das Licht gewöhnt waren. Ihre Hand war warm und schwerelos. Dann kam ihre Angst. Etwas hinter mir. Und ich verlor sie erneut. So sieht's aus. Sie hat uns beim letzten Mal geholfen. Und irgendwas verfolgte uns dann plötzlich und dann war sie weg. Und ja, hier steht es nochmal, wir haben den Kellerschlüssel gefunden. Wir müssen in den Keller, genau. Und da war was. Ich hatte ja so also eine kleine Vermutung, dass Selina eventuell umgebracht wurde im Keller oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist nur eine Vermutung. Wir werden es sicherlich herausfinden. Wofür war jetzt die Lupe? Wer konnte ihr das angetan haben? Eines dieser Dinge? Oh je, oh je, ich hab echt. Ich hab. Oh Gott. Achso, wir müssen, glaube ich, Licht anschalten, ne? Wie war das nochmal so? Weil sonst kommen wir nämlich gar nicht runter. Oh je, oh je, oh je. Ich will nicht. Oh Gott, ich will so. Ich will einfach nicht, ne? Scheiße. Ich hoffe, ich mache mir einfach wieder viel zu viel Panik und dann ist es gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, wir werden drauf gehen. Hier sind so seltsame Geräusche, die gefallen mir auch nicht. Ach ja, genau. Schön. Schön war es hier, ne? Mann, Mann, nö. Wie sollen wir denn da jetzt durchkommen, jetzt mal im Ernst? Da kommen wir doch hier nicht mehr durch. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir lang müssen. Okay, da redet er über das Porträt, das hatten wir alles schon. Tun die uns gar nichts, die Viecher? Oh Gott, es ist so dunkel. So sehr glücklich ist er aber nicht über die ganzen Dinger. Also irgendwie. Eieiei, ich weiß nicht, ob wir hier rennen. Oh oh. Oh oh, nein, ich wollte nicht das Hakenkreuz, ich wollte rennen. Wie war rennen? So war rennen. Alter, was geht hier ab, ey? Ah. Lauf, 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 lauf. Ging's jetzt schon runter? Ah. Oh Gott, die Hände an den Wänden. Eieiei. Oh Gott. Okay, wir haben es schon mal bis zur Treppe geschafft, aber ich glaube, da unten wird es genauso aussehen. Oh, da torkelt sie doch schon wieder lang. Ach du Kacke, er ist echt fertig, ne? Er ist tierisch angeschlagen. So, darauf habe ich gerade ein bisschen gewartet. Aber wir müssen einmal genau da lang, wo sie jetzt gerade lang ist, ne? Ist scheiße. Sie kommt jetzt aber nicht hier hoch, ne? Wo ist sie denn? So. Nein, da steht sie ja. Fuck, 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 fuck! Mann! Ich dachte, die ist nach vorne gelaufen. Okay, ich habe gewusst, dass wir drauf gehen werden. So, ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen. Dass wir das hier irgendwie schaffen. Muss ich echt einen Umweg latschen? Ich will nicht außenrum durch die Bibliothek. Oh.
weil das wäre jetzt, wo ich gerade lang laufen wollte. Das war der direkte Weg in den Keller, beziehungsweise zur Kellertür. Aber wenn die genau davor steht, kann das bedeuten, dass wir wirklich außen rumlaufen müssen. Was ich echt nicht will. So, irgendwo stand die da wieder. Links stand sie, ne? Genau, jetzt müssen wir wieder rennen, 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 rennen. Oh, ganz schlechter Zeitpunkt. Ganz schlechter Zeitpunkt für Feuerzeug. Für Ausgehen unseres Streichholzes. Okay, jetzt läuft sie wieder nach da. Vielleicht müssen wir wirklich einfach außen rumlaufen. Aber ich denke, das ist nicht einfach. Das wird nicht einfach. Hier überhaupt offen? Nee. Na, verdammt! Verdammt, geh von der Tür weg! Nein! Na fuck, ich hätte einfach weiterrennen sollen. Ich hätte auf dieses scheiß Licht jetzt verzichten müssen. Ich werde irre, ne? Ich hasse so eine Passagen. Ich hasse es wirklich. Gut. Wir schaffen das. Wir wissen jetzt, wir müssen da hinten lang, okay? Ich will nicht zu viel rennen, weil ich mal Angst habe, dass dann mein Feuerzeug schnell, mein Streichholz schnell ausgeht. Aber ich sag einfach Feuerzeug, wisst ihr, ihr wisst ja, dass das ein Streichholz ist. Ich weiß es auch, aber irgendwie. Ne? Ich habe mich so an Feuerzeug gewöhnt. Okay, jetzt nur renne, 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 renne. Lauf! Ey, warum steht die denn jetzt da? Meine Güte. Oh, Spiel. Spiel macht mich fertig. Und ja, auch wenn ich gerade nicht nachts oder abends spiele, es ist morgens. Um 10, glaube ich, so in dem Dreh. Trotzdem macht mich das Spiel fertig, weil wenn ich spiele, bin ich eh immer völlig im Spiel drin. Da hinten ist er, da müssen wir durch. Aber man, diese Perspektive immer. Wo ist die hin? Ja. So sehen wir natürlich ganz viel. Ich sehe die nicht. Ah, da ist er. Lauf, 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 lauf. Lauf doch mal da durch. Oh. Da steht ja auch wieder eine. Wollen die mich verarschen? Wie soll ich denn in den Keller kommen, wenn die da überall steht? Jetzt mal ernsthaft, jetzt krepieren wir hier oder was? Wie soll ich das jetzt machen? Also jetzt ernsthaft, wie soll das funktionieren? Toll, die steht natürlich genau da, wo wir hin müssen. Ne? Hier ist alles irgendwie ruhig. Ich guck mal kurz, ob ich hier irgendwo noch mal lang komme. Ich gehe jetzt hier unten nochmal speichern, dass wir nicht immer den Weg hier latschen müssen. Ich hoffe, das funktioniert. Weiß gar nicht, ob das Licht an ist. Ist es jetzt an oder ist es jetzt aus? Es ist an, ne? Ist es nicht an? Jetzt ist es an, okay. So, ich speichere jetzt hier. Ich glaube, es ist ganz gut von hier bis nach zur Kellertür da zu rennen. Ist nicht so weit, wie wenn wir oben wieder durch müssen und uns da durchkämpfen müssen und wieder sterben. Und wie viele Feuerzeuge, ja. Wie viele Streichhölzer haben wir eigentlich verbraucht?
Da habe ich vergessen, oben die zu nehmen. Ja, ich habe vergessen, die zu nehmen, ne? Ich muss ja, wenn ich sterbe, dann wieder neue nehmen. Zum Glück liegen hier ein paar. Oh je. Wie sollen wir jetzt in den Keller kommen? Müssen wir dann auch mal Licht anmachen? Aber wo war denn der Lichtschalter? Doch keine Ahnung, wo dieser Lichtschalter war. Liegt hier noch irgendwas? Ne. Kommen wir hier eigentlich jetzt noch rein? Nein. Also hier kommen wir überhaupt nicht mehr rein. Denn die Bibliothek ist von der einen Seite versperrt und jetzt von dieser Seite auch. Wir können da kein Licht anmachen mehr, oder? Sind hier auch noch Streichhölzer? Nee. Ich hätte irgendwie gerne noch ein paar mehr Streichhölzer, muss ich sagen. So, hier machen wir nur das Licht an und aus, ne? Keine Ahnung, was für ein Licht wir da jetzt betätigt haben. So, hier ist auch zu. Da kommen wir also auch nicht mehr rein. Okay. Schauen wir mal hier weiter. Hier scheint es ja wirklich nicht zu sein. Eieiei, er ist echt angeschlagen, ne? Nee. Also nicht, dass ich da unbedingt rein will, ne? Mal so, aber interessiert mich halt eben. Oh, wie fertig er ist, ne? Eieiei. Er kann kaum noch. Er läuft echt so schleppend. Was ist das für ein Auge, bitte? Ach so, da gucken wir in die Kiste rein. So, das heißt, hier können wir bestimmt auch nicht mehr rein dann. Nee. Also wir kommen auch nicht in dieses Musikzimmer, beziehungsweise Speisesaal und Küche. Kommen wir auch nicht mehr rein. Wir kommen nicht in die Bibliothek. Wir können ja froh sein, dass wir jetzt hier unten speichern konnten. Also glaube ich, können wir hier nirgendwo Licht anmachen, oder? War hier noch irgendwo ein Lichtschalter? Wartet mal, auf der anderen Seite war, glaube ich, noch ein Lichtschalter. Aber ich weiß nicht, wofür der war. Ja, erstmal geht natürlich unser Licht aus. Wie ich das hasse! Jetzt haben wir gleich keine Streichhölzer mehr. Eigentlich, da war noch ein Lichtschalter. So, jetzt haben wir hier unten Licht gemacht. Also Licht geht ja wieder, aber ich weiß nicht, wo der Lichtschalter war für den Keller, für die Kellertür. Das ist so lange her, ich habe mir das nicht gemerkt. Aber da wir sowieso nirgendwo mehr reinkommen und hier draußen war der Lichtschalter nicht. Ach, wartet mal, war der nicht auf der anderen Seite? Warum muss ich da jetzt echt wieder zurück? Aber da ist er gerade. War der? Ich glaube, der war dort. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Ich probiere mal, ob der geht. Also, falls ich bis dahin komme. Jawohl. Jetzt finde ich nur noch mal das Loch. Okay, das haben wir. Gut, gut. Oh, habe ich mich gut dran erinnert, ne? So. Okay. Ganz kurz mal hier diesen machen. Kurze Pause. Ich muss mich kurz erholen und kurz auf die Uhr gucken. Ui, 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 ui. Okay, weiter. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Eigentlich wäre es jetzt gut, speichern zu gehen. Ach, andererseits. Nee, das können wir beim nächsten Mal auch noch machen. Das kriegen wir hin. Wir öffnen jetzt hier mal die Tür. Wir sind ja bis jetzt so gestorben. Damit wir hier noch ein bisschen was sehen. Obwohl ich glaube gar nicht will. I could smell from here the scent of murder and madness which emanated from below. Selena's story was one of light, trying to survive in the night of a nation long corrupted by darkness. I have to admit it. I was afraid of what I would find at the end of that path. Ich auch. Ich habe auch Angst. Und das war Kapitel 4. Okay. Dann starten wir ins Fünfte, ne? Juhu! Zwischen Beute und Jäger. Toll, und er speichert. Juhu!
Der Titel des Kapitels gefällt mir schon mal gar nicht, weil wir sind auf jeden Fall die Beute. Und wir haben nur noch zwei Streichhölzer. Scheiße. Ich will Streichhölzer. Wow, ich will Streichhölzer, keine furchtbaren Bilder. Okay, das sind alte. Die drei haben wir jetzt hier neu bekommen. Ja, ich würde sagen, nöbsch, aber das trifft es nicht so ganz. Okay, es hat gespeichert. Der ist schon mal gut. Durch die Feuchtigkeit war der Wespenstoff von Schimmel durchzogen. Ah! Ah, ich dachte, wir sind hier allein. Streichhölzer. Das war denkbar dumm gerade von mir. Sorry, Leute. Das war dumm. Das war sowas von dumm. Aber Gott sei Dank starten wir hier. So, Fotos einsammeln. Ich bin ganz ehrlich, ich habe damit jetzt nicht gerechnet. Das war so ruhig hier. Ich habe gedacht, wir sind hier allein. Aber da steht sie ja, die Olle. Aber wir müssen da hin, weil da waren Streichhölzer. Ich muss mir erstmal die Streichhölzer holen. Hier ist auf jeden Fall Stuhl. Das heißt, wir können hier irgendwo Licht machen. Und hier sind auch Spuren auf dem Boden. So, jetzt haben wir schon mal wieder sechs. Wir müssen Lichtschalter finden. Da ist eine Lampe. Oder so ein Lämpchen. Wäre so eine kleine Lampe. Aber wo ist deren Anknopf? Schalter? Alter, wo ist denn hier das Kabel? Ich sehe dieses Kabel nicht. Ah, jetzt kommt die Olle wieder. Nein! Nein! Sie zieht uns an! Nein! Oh, zwei, 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 zwei! Lauf, lauf, lauf! Lauf! Oh, sie sind auf dem Kabel! Oh, die ziehen so. Scheiße! Kann ich wieder hoch? Ich kann nicht mehr hoch! Ja, toll! Wie behindert ist das denn? Sorry für meine Wortwahl. Aber wenn ich sauer bin, kann ich mich nicht mehr so ganz beherrschen. Okay, da sind zwei und ich habe keine Ahnung, wo dieses Kabel ist. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ich sehe dieses dämliche Kabel einfach nicht. So, Handschellen an einer Kette. Das Blut schien noch nicht getrocknet zu sein. Und wir haben einen Eintrag. Ich lese das jetzt einfach mal, damit wir hier noch was sehen. Die Handschellen waren voller Schorf und Blut. Die Opfer hatten offenbar wild gekämpft. Ich versuchte mir nicht vorzustellen, was der Wolf ihnen angetan haben könnte. Ja. Und ich sag euch, Selina hat genau das gleiche erlitten. Was ist das? Also ja, das ist eine Brille. Und warum sagt ihr dazu nichts? Ich kann hier gar nichts machen. Ich kann auch nur die Brille erkennen. Was ist der Reste? Toll. Scheiße, wir sind hier echt ein bisschen verloren gerade. Ich will die nicht da schon wieder anziehen. Oh Mann, Mädel, ey. Muss das denn sein? Ey, wir haben hier keine Chance. Sobald wir die angezogen haben, also an uns dran haben, ist vorbei. Da ist ein Lichtschalter. Scheiße, scheiße, da war Licht. Okay. Toll. Ich muss zu dieser Lampe kommen und diese. Die Weiber hier töten. Ah! Was? Okay, da hing eine. Wo ist die andere? Da. Oh, da sind gleich beide. Okay. Aber wir die Kopf. Okay, oh Gott, mehr Radius haben wir leider nicht. Wo soll ich denn jetzt hinleuchten? Also einmal dahin, weil da können wir speichern, ne? Das macht natürlich Sinn. Speichern macht Sinn. Dann können wir nämlich auch die Folge hier schön beenden. Und in der nächsten hier freudestrahlend weitermachen. Juhu. Also in dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.